Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch mit einem durchaus verschlechterten Geisteszustand zum dritten Part von mein Vlog. Heute gibt es wieder Kommentare. Ja, das, was ich am liebsten mache. Und ich sehe anscheinend gerade, dass es noch so um die 50 sind, was ich ganz schrecklich finde. Okay, Shaman Queen schreibt unter das Silvesterfeuerwerk-Video von mir. Hoffe, der gute Herr ist gut ins neue Jahr gekommen. Nein. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich war krank über Silvester. Und da hat es auch angefangen am Silvestertag, dass ich auf einem Ohr nichts hören kann, nämlich hier. Na, also fast nichts. Wirklich, sagen wir mal, du rechnest es in Prozent aus, wie viel du noch wahrnimmst. Na, und dann ist es nicht einfach bei 10% oder so. Ich meine, ohne Scheiß, ich habe mal das iPhone, nur um das zu testen, habe ich richtig laut gemacht. Und dann habe ich mir das ans Ohr gehalten, ne? Also richtig laut, so ans linke Ohr erst so, ne? Und dann so, ah, verdammt nochmal, ne? Und dann so ans rechte Ohr, so richtig laut die Musik. Und dann so, aha, aha, aha. Weißt du, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Das ist bis auf 10%, sagen wir mal einfach, wenn ich abschätze, runtergegangen mit der Hörfähigkeit. Jetzt ist es ungefähr wieder bei 30 bis 40 und es wird halt auch zunehmend wieder besser. Das ist das Geile daran. So, nächster Kommentar. Freezy Hacker schreibt unter Minecraft Kreativ Part 62. Ja, das alte Minecraft Kreativ von 2012 noch. Oder 2013, weiß ich nicht. Gammliges Mikro, gammlige Qualität, gammliges Commentary. Was waren wir nur für Kacknoobs? Ja, ich muss sagen, es ist so traurig, gerade dass die einzigen beiden Videos, die bei mir über 10.000 Aufrufe gekriegt haben, noch mit dem scheiß Mikro aufgenommen waren. Und dass ich da so ein richtiger Kevin war. Oh Gott, nein. Soll jetzt übrigens nicht eine Beleidigung an Kevin Meister 1 sein. Der hat ja auch öfters mal kommentiert bei mir damals. Und habe ich mich auch immer drüber gefreut. Bester Typ. So, auch nochmal unter Funny Crawlers, wie wir das schon gerade im letzten Video besprochen hatten. Schreibt Matthias Bujotek. Flutsch, das ist so unnötig, wie die einfach einen Bauchklatscher von so einer Höhe machen. Ja, verdammte Zombies. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Die von Black Ops 2 sind übrigens die schlimmsten. You and LP schreibt unter Call of the Dead Part 5. Kommt jetzt wieder die Sache mit dem Zombie-Tag? Nein, kommt nicht. Weil, ist so. Ja. nee, habe ich ja schon gemacht, den Zombie-Tag. Könnt ihr übrigens mal gerne suchen, dann findet ihr ihn auch. So, Gameplay. Ja, da gibt's echt einen Kanal, der nennt sich Gameplay, hat dasselbe Video kommentiert. Gutes Video, auch wieder dieses U001 FDD F44D U001. Ey, ohne Scheiß, wir hatten in den letzten Videos ja auch einen Kommentar, der hat ungefähr so dasselbe, das wiedergegeben. So, N37 Ims schreibt unter Call of the Dead Part 6. Ihr seid die Besten, wie ihr immer Danny Burnage disst. So geil, was da Beate gelabert hat mit Penis. Ja, Beate Usa, ich weiß. Ist natürlich immer lustig, was der Typ am Labern ist. Und Danny Burnage, ich mag seine Videos einfach nicht. Aber beleidigen wollte ich den jetzt eigentlich auch nicht. Aber wenn du das so feierst, dann ist es natürlich schön. Na, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die regen sich drauf auf. Ey, ihr beleidigt den, ihr beleidigt Danny Burnage. Na, obwohl wir eigentlich nur darüber reden, warum wir die Videos schlecht finden. Aber naja. What the fuck? Electrix HD schreibt unter Call of the Dead Part 6 noch ein Abonnent, dann hast du die 900 geknackt. Ja, was traurig ist im Moment, gerade habe ich 911 Abonnenten, also 911, if you know what I mean. Und das Dumme ist, momentan sprechen alle über den Amoklauf in Frankreich, also diesen Terroranschlag da. Ja, und warum gerade jetzt 911? 911. Ich meine, warum muss das gerade jetzt sein? Das ist nicht lustig, Mann, YouTube, ey, du bist eine Bitch. So, ich hätte gerne schon 1000, also, nee, Spaß, voll am Jucken und so, lustig. So, unter Call of the Dead, Part 6, schreibt auch nochmal Electrix HD, was habt ihr gegen Danny Burnage, der ist doch cool, Mann. Ich mag dich, aber nein, ich finde Danny Burnage nicht cool. Last Gamer Z schreibt unter Call of the Dead, Part 5. Hi, das ist so episch, einfach so hi. Darauf habe ich so Hallo geschrieben und er dann darauf so, bei 13.10 hattest du eine Menge Glück. Ja, mag ja sein, ich weiß nicht mal, was da passiert ist. Matthias Bujotek schreibt unter Call of the Dead Part 6 auch nochmal. Noch ein Abo, dann 900. Ja, 900 habe ich jetzt. Okay, wir haben es mittlerweile begriffen.
Matthias Bujotzek schreibt unter Don't Starve Together Part 7. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 900 Abonnenten. Dankeschön. Wie viele Leute einfach ohne Scheiß, wie viele Leute sich freuen, wenn ich 900 Abonnenten erreiche. Warum, Alter? Nicht mal ich freue mich da großartig drüber, weil einfach immer noch nur 10 Leute zuschauen bei jedem Video, außer ich mache einen Vlog oder sowas. Oder mit Facecam. Stacy Jane schreibt unter Slender Part 1, nice job, n.n. Das soll wohl ein Smiley darstellen. Ja, danke schön, Stacy. Stacy, so schöner Name. UNLP schreibt unter Call of the Dead Part 8. Ich weiß, das klingt alles immer relativ monoton, wenn ich die Kommentare so vorlese. Ich sollte die vielleicht auch mal einblenden. Ich guck mal, wie man das machen könnte. Einer der traurigsten Momente der Welt ist der Moment, wo das Video von deinem Lieblings-YouTuber endet. Ach, das finde ich aber süß. Kriegst auch ein Herz von mir, irgend so ein verkrüppeltes. Bei mir sieht das aus wie ein ganz normales Herz auf der Seite. Na, das ist, seht ihr? Das sieht so, das sieht schon mal mehr aus wie ein Herz, als das, was man jetzt von der Kameraseite sieht. Okay. Unter Call of the Dead Part 1. Mann, warum werden so viele Kommentare unter Call of the Dead geschrieben? Das ist ja schlimm. Schreibt DZK Hawkey. Ja, Buraki. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und so weiter. Herz, Herz, Herz. Ja, kannst du ihm ja gerne selber schreiben. So, Smokeplace schreibt unter Call of the Dead Part 8. Ja, dein liebe Nico. Ach, was ich sage. Was ich sage dazu, nein, Moment, nochmal neu. Ich check das gerade irgendwie nicht. Ach, was ich sage nur dazu, alte Männer waschen. Oh Mann, wer SpongeBob nicht kennt, der findet das wahrscheinlich jetzt richtig krank. iMacTX Drog schreibt unter Call of the Dead Part 8, Ketterhacker, bester Mann. Nein, du bist bester Mann und deine Mutter ist auch bester Mann. Und deine Schwester ist auch bester Mann und deine Oma ist auch bester Mann, falls du das hören solltest. MH Jackal schreibt unter Postal 2 Part 11 einmal Jihad zum Mitnehmen, bitte. Mit Pommes und Cola. Vergiss die extra Mayo nicht. Nein, die vergesse ich nicht. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alter, wie viele Kommentare das sind. Ich könnte heulen. Electric HD schreibt unter Creeps Intro. Nice. Freezy Hacker schreibt unter Creeps Intro. Ich hasse zwar Intros, die länger als 5 Sekunden lang sind, aber not bad. Dankeschön. Ich werde langsam wahnsinnig. Barish Tosak schreibt auch unter Creeps Intro. Ich musste mich Ich musste mich erstmal an dieses Oh, let me go gewöhnen. Aber nach 6 bis 7 Mal anhören, doch ganz okay. Zwar nicht so krank wie Kruzix Intro, aber trotzdem richtig geil. Der Wald und das Eintauchen richtig nice geworden. Ich mag zwar Intros, die länger als 5 bis 8 Sekunden sind. Wahrscheinlich nicht. Aber das kommt mir auch nach 10-mal Anhören nicht lange vor. Das Klavier ist zwar ein wenig überflüssig, so 2 bis 3 Sekunden, aber es passt einfach dazu. Insgesamt ein richtig Teil Creeps-Intro. Ein richtig teiles, also geiles Creeps-Intro. Kommen da eigentlich wieder Creeps oder ein Intro für deine eigenen Videos? Ich bin im Moment am Arbeiten, also was heißt nicht am Arbeiten, ich sitze eigentlich den ganzen Tag voll rum und mache Videos, aber ja, für Let's Talk habe ich jetzt ein Intro und für die Creeps habe ich jetzt auch ein Intro, die werden auch wieder kommen, aber halt nicht regelmäßig, also rechnet nicht damit. Ich versuche jeden Dienstag eins rauszuhauen, aber wie gesagt, nichts versprochen, das kann auch irgendwann mitten in der Woche sein, auch nachts. Deswegen, meine Zuschauer müssen auch nachtaktiv sein. Nachts kommt auch Unterhaltung. Manchmal. Nicht immer. Aber manchmal. Ist auch egal. Matthias Bujotzek. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Danke, dass dich das Intro so geflasht hat. Wird das dein Hauptintro sein? Ist ziemlich gut gelungen. Nein, nur für Creeps, habe ich ja schon gesagt. So, jetzt kommen die Minecraft Kreativ... Jetzt geht's ja wieder los, 2015. Jetzt kommen die Minecraft Kreativ Kommentare. Darunter schreibt The Waste LP. Läuft bei euch. Erik ist extrem gut im Bauen. Ja, muss ich auch sagen, The Remix, der hat's einfach drauf, der Junge. Der kann richtig gut bauen. Astena schreibt unter Minecraft Kreativ Part 2. Gucken mit K kommt aus dem norddeutschen Raum. Nein, das kommt aus diesen... Ich könnte mir eher vorstellen, dass es da hinten vom Parschenberg kommt. Oh Mann, jetzt habe ich ja ungefähr verraten, wo ich wohne. Nee, Spaß. Das ist einfach so bei uns hier in der Stadt zum Beispiel. Wir haben einen Ausländeranteil von 11,8% oder so, glaube ich. Irgendwie auf jeden Fall über 11%. Ja, alle sagen so ja immer, ja, in Deutschland gibt es ja nur 0,2% Ausländer. Na, aber bei uns sind das einfach mal 11 und am Parschenberg da hinten, das sind einfach 90% Ausländer. Ja, ich meine, es bilden sich bei uns Parallelgesellschaften in der Stadt. Ne, und es wird immer noch
noch geleugnet von der Politik, dass es sowas gibt. Ich meine, man muss jetzt nicht rechts oder rechtsradikal sein, um zu sagen, dass man darüber Sorgen hat. Man kann auch genauso gut links eingestellt sein und Sorgen darüber haben. Na, ich meine, gerade Leute, die linksorientiert sind, sind ja eigentlich dafür, dass wir die Leute integrieren. Und das Problem ist, wenn sich Parallelgesellschaften da irgendwo bilden, da schütteln sowohl Rechte als auch Linke den Kopf, ne? Also zum Beispiel, ich bin auch einer, der kann sich nicht auf die rechte und linke oder linke Seite der Politik stellen. Weil, ich meine, die haben, beide Seiten haben gute Ansätze, aber, also natürlich nicht alle. Viel ist auch scheiße auf beiden Seiten. Richtig viel sogar. Aber das ist, es ist halt doof. Na, Politik musst du mit dir selber vereinbaren. Du musst deine eigene Meinung vertreten und dich nicht irgendwo immer anschließen, weil das ist scheiße. So, gut, ich gehe mal nochmal woanders hin. Minecraft Kreativ Part 2, auch noch ein Kommentar von N37ims. Das Thema, was du angesprochen hast, da stimme ich dir mit allem zu. Ja, da ging es halt darum, dass es halt Leute gibt, oh, Entschuldigung, dass es halt Leute gibt, die sich nicht integrieren und dass die für die, sagen wir mal, integrierten Migranten oder Ausländer, wie man sie auch immer nennen mag, dass die für die ein großes Problem darstellen. Oder auch zum Beispiel, dass Terroranschläge, das habe ich jetzt zwar noch nicht gesagt, das sage ich jetzt mal, dass Terroranschläge den Islam immer in schlechtes Licht rücken, in das er ja eigentlich auch gar nicht reingehört. Ist ja eine Religion wie alle anderen. Na, nur das ist auch doof. Du kannst einfach, wenn du sagst, ich bin gläubiger Moslem und dann kommen irgendwelche Leute und machen Terroranschläge, du hast einfach die Arschkarte. Es gibt genug Leute, die dumm genug sind, dich mit denen in eine Gruppe zu stecken. Ja, und sowas sind halt Nazis oder Rechtsradikale, ne? Und Linksradikale sind genauso schlimm. Die machen zwar andere Sachen, aber die sind auch scheiße. Die wenden genauso Gewalt an. Also es gibt zum Beispiel auch mal wieder, es gab ein paar Leute, die sind auf eine Pegida-Demonstration gegangen, ne? Und da wurden dann halt 3 Leute von der Pegida-Demonstration am Bahnhof irgendwie anscheinend von 15 Linksextremen zusammengeschlagen. Von 15, 3 gegen 15. Das ist ehrenlos. Es tut mir leid, aber das ist echt ehrenlos. Ja, also ich werde noch mal ein paar politische Themen irgendwie vielleicht bei Minecraft bringen als Let's Talk oder so. Aber ich weiß ja, sobald du politisch wirst und irgendeine andere Meinung hast als rechts oder links, wirst du direkt gesperrt einfach. Wenn du versuchst, einen Kompromiss zu finden. Ist aber auch egal. So, kommen wir kurz mal eben zum nächsten Kommentar, das war ja hier von Matthias Bojocek von Minecraft Kreativ Part 1. Yeah, Minecraft. Und das noch mit einem mega geilen Shader. Danke, das ist der Sonic Seos Shader bei 1.7.10. So, Chris Zocker fragt unter Minecraft Kreativ Part 2 Seed und Version. Der Seed ist, und jetzt schreibt bitte mit, -69 01 52 44 94 92 14 58 73. So, falls ihr das wissen wollt, die Version ist 1.7.10. Unter dasselbe Video schreibt er, und du hast das doch irgendwann mal im ersten Minecraft Kreativ, und du hast doch irgendwann mal im ersten Minecraft Kreativ Part einen Erik erwähnt, der gesagt hat, man hätte 2 verschiedene Säcke. Ja, das ist genau der Erik, der da mitmacht, nur ist er mittlerweile reif geworden und ist nicht mehr so ein Spast wie damals. Also so ein kleines Kind, sozusagen, so ein kleines Spastenkind. Nee, Spaß, aber das sagt er auch selber von sich, ne? Ich war damals so ein richtiges Spastenkind und so, also, ja, nicht übel nehmen, der Erik ist ein cooler Typ. So, unter Minecraft Kreativ Part 1 schreibt LastGamerZ, du Hurensohn, ich will auch so einen guten PC, der mit Shader geht, haha. Ja, sorry, kann ich dir nicht kaufen, ich habe nicht das Geld dafür, da müssen mich ein paar Leute mehr abonnieren, dann verschenke ich auch mal gerne einen PC, ne, Spaß. Alpha Lion schreibt unter Minecraft Kreativ Part 2, werde meinen auch bald uploaden. Ja, er ist ja auch darunter verlinkt und auf seinem Kanal könnt ihr die Videos genauso sehen, also jedenfalls nimmt er zwischendurch auch mal auf und so. Ihr seht das aus seiner Perspektive. Matthias Bujotek schreibt unter Black Ops 2 Part 51, warum sind da nur 6000 Leute online? Das ist die PC-Version und die ist schon etwas älter. Destroytron X, da muss ich übrigens den Kommentar mal einen Daumen nach oben geben von ihm, habe ich völlig vergessen, schreibt unter dasselbe Video, also diesen richtigen Kevin-Part, schreibt da, ja Mann, wieder Black Ops 2, freue mich auch darüber. So, 800 Abonnenten-Special, da konnte man ja YouTuber vorschlagen, die sich gegenseitig die Schnauze einhauen sollen. Da schreibt Gameplay King Unge, also Unge, Simon Unge spielt. Ist leider ein bisschen spät und, ja, doof gelaufen. Black Ops 2, Part 52, darunter schreibt Destroytron X, du hast einen Instagram-Account? Ja, der heißt zufällig sogar auch Ketterhacker, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Viele Urlaubsfotos, auch ein paar andere Fotos, also es gibt da viel zu sehen, auch von meinen Miezen. So, N37ims schreibt unter Black Ops 2 Part 52, der Multiplayer ist ja auf dem PC genauso scheiße wie auf der PS3. Wo ihr beide ins Kissen schreit, ist übelst geil, hab mich so weggepisst. Ja, ich fand die Idee von Erik auch ziemlich geil. So, ich würde sagen, oh,
ich sitze jetzt hier 45 Minuten und beantworte Kommentare, weil ihr so viele Kommentare geschrieben habt. Ich war doch nur 2 Wochen weg, das ist krank. Okay, wir sehen uns gleich im nächsten Video und ich werde das vor einer Stunde, also vor dieser kompletten Stunde auch nicht schaffen, komplett alles hier hochgehauen zu haben. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaut zu und habt Spaß. Ihr dürft natürlich auch gerne diese Videos kommentieren und Fragen stellen. Also in dem Sinne, peace and out. Ich werde halt nur die Kommentare vorlesen und wer hier öfters zuschaut, der wird sich auch auskennen unter den Leuten. Also tschüss. Zeit ist ein bisschen knapp, deswegen tschüss.